Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Plays Submerged. Ich hatte jetzt einige Tage Pause. Ich hatte auch nicht geplant, dieses Projekt tatsächlich täglich hochzuladen. Wir waren letztes Mal dabei, wir wollten da hinfahren, was wir gesehen hatten übrigens. Aki, go. We're going. Das. Boot-Upgrade. Okay. Nee. Ich hatte nicht vor, jeden Tag hochzuladen, tatsächlich. Was denn jetzt? Irgendwo hier, oder? Sehr gut, dass wir uns auf dem Floß, also auf dem Floß, auf dem Schiff auch umgucken können. Nien. Was geht's? Was ist denn hier? Laternen? Kann. Ein bisschen Ähnlichkeit mit so einem kleinen Eiffelturm sozusagen. Ja, also ich wollte nicht jeden Tag hochladen und ich hatte die letzten Tage auch gerade nicht wirklich so Lust. Mir war tatsächlich nach einer Pause gewesen. Nach etwas Zeit für mich. Delfin gefunden. Ist aber nicht daran nicht, dass ich mir zu viel vorgenommen habe für YouTube, sondern es daran liegt, ich hatte letzter Zeit einfach viel zu tun, was sehr nervenaufreibend war. Und mit der Schwangerschaft ist es halt manchmal nicht alles immer so einfach, wie man es gerne hätte. Muss mal um. Hier scheint eine Stadt zu sein, auf alle Fälle. Okay. Auch mal hier lang. Wieso Pfeile diese Schilder hier? Wieder unsere schwarze Pflanze. Okay, wir haben es durch die Stadt durchgeschafft. Was ist das? Gehen da jetzt einfach mal hin. Ob wir da was Cooles entdecken können. Okay. So. Und da haben wir es schon, das nächste. Okay, diesmal sind wir er, weil die Schwester angeblich eine Pause verdient hat. Hallo?
Geh doch da lang. Okay. Das Klettersystem hier ist schon cool gemacht. Das ist nicht so. Lustig wie manche anderen Sachen oder so, aber. Überhaupt irgendwas zum Erkunden? Hier können wir auch noch höher. Ich habe letztens herausgefunden, übrigens, bekommen die Tagebucheinträge immer erst zum Lesen, wenn wir alle vier was zusammengehören gefunden haben. Das ist mir letztens schon aufgefallen. Sehr schön, dass man beide spielt, tatsächlich. Ich mag das. Ist er da eigentlich am Rücken des Instituts? Das muss sein. Hat er da so einen dunklen Streifen? Okay, der hat auch hier voll die fette Narbe auf dem Bauch. Das sieht nicht sehr gesund aus. Komm ich denn jetzt hier wieder runter? Wie bin ich denn jetzt hier hochgekommen? Wie komme ich wieder runter? Da war das, genau. Das ist halt der Nachteil, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat. Man weiß nicht, was mit den Kindern passiert ist. Warum die so sind, wie sie sind, warum sie den Arm hat, warum er verletzt ist oder Verletzungen hatte. Es würde mich irgendwo interessieren, wenn das irgendwer weiß, wäre es saunett, wenn sie das in die Kommentare reinschreiben. Weil mich das doch tatsächlich irgendwo auch sehr interessieren würde. Okay, da ist. Oh, jetzt erstmal hier dieses Upgrade-Teil. Aussichtspunkt. Das sind Orientierungspunkte. Okay. Einfach mal da lang wieder. Das soll ich mal sagen, ich habe die letzte Zeit etwas gemacht, was ich schon seit 4 Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich habe mal seit Ewigkeiten wieder LOL gezockt. Es war dementsprechend eine Katastrophe. Weil ich damals schon nicht gut war, heute immer noch nicht gut bin und die Übung fehlt mir auch noch und viele Champions neu, die ich gar nicht kenne, die ich gar nicht weiß, wie ich teilweise reagieren soll. Und ja, sagen wir mal so, es
Es hätte besser laufen können gestern die Runde. Ich hatte Gott sei Dank ein nettes Team, also mein Partner und ein Kumpel und sein Cousin haben noch mit uns gespielt, beide auch Anfänger, deswegen war es nicht so schlimm. Und ein alter Bekannter von mir, der schon sehr viel besser ist, der uns dann auch ziemlich oft den Hintern gerettet hat. Aber ja, wir hatten zusammen sehr viel Spaß. Es war auf alle Fälle das Wichtigste für uns. Wir wollten weder unbedingt gewinnen, noch wollten wir verlieren. Klar, verlieren will keiner, aber wir haben das Beste draus gemacht. Aber ich muss jetzt gerade aktuell für mich erstmal eine Lane finden, wo ich gut klarkomme tatsächlich. Keine Ahnung. Ach, hier sieht es auch wieder nach irgendwas zum Erkunden aus. Das war das leuchtende Fisch. Das sind leuchtende Fische. Okay, wir sind wieder als er unterwegs. Wahrscheinlich, weil es hier keine Samen eben gibt und dann sie nicht, nicht nötig ist, dass sie geht. Ah, das ist okay. Ich finde das gut, dass die sich die Arbeit so ein bisschen teilen. Ich mag die Atmosphäre hier nicht so, ne? Ist ja alles so. Kurz vor Weltuntergang. Schüttet wie aus Eimern, ist gewittert, ist. Nee. Nicht ganz so mein Geschmack. Ich würde eigentlich gerne mal noch einen neuen Samen finden. Da ist einer, den holen wir uns dann. Was ist das? Hey, was soll ich jetzt mit dem Ding? Ah. Ah, okay, okay, okay. Ich wollte eigentlich nicht, dass du zurückspringst. Das war nicht der Plan. Das Auto hier mitten im Haus. Tagebucheintrag. Ah, jetzt bin ich wieder am Anfang. Okay. Okay, okay. Ich bin verwirrt manchmal, Orientierung sagt so nein. Aber wir fahren jetzt Richtung diesem Samen, den ich da entdeckt habe. Haben wir da gefunden? Ankerplatz? Was ist das denn? Ach, das ist so ein altes Seefahrerteil, genau. Ich
in der Kuppel eine Galerie anzulegen. Okay. Ja, wir müssen in das Gebäude da. Irgendwo einen Platz finden, wo wir da quasi an Land gehen können. Das findet man halt nicht so leicht. Okay, da kommen wir gar nicht lang. Ah. Ich schätze mal, wir müssen wirklich diesen Bojen folgen mit den Pfeilen. Wir können ihn leider nicht einfach irgendwo abspringen. Vielleicht haben wir ja hier Glück irgendwo. Wie? Sieht das so aus, als könnten wir hier... Ja, jetzt sind wir wieder sie, weil wir hier was anscheinend den Samen finden. Hey, dann gucken wir uns doch mal um. Gut denn? Okay. Jetzt mal hier die Brücke runterlassen. Ich glaube, die brauchen wir. Ich glaube nicht, dass wir mit dem fetten Stein hier einfach irgendwie wieder so lang springen können. So. Die Kröte schaut immer auch fancy aus hier. So, ich denke mal, dass ich erstmal hier hoch muss. Um da rüber zu kommen. Und jetzt die Brücke runterzulassen. So. Okay. Nehmen wir unseren Stein wieder mit und gehen weiter. Ich muss sagen, ich habe ja einerseits, ich habe echt Glück mit der Schwangerschaft, dass alles so angenehm ist bisher, ne? Also wirklich, ich kann mich eigentlich gar nicht beschweren. Aber es ist trotzdem irgendwo auch hin und wieder, man kann es einfach, die Tage, die sind anstrengend. Ja, hier komme ich jetzt nicht weiter, das heißt, ich muss jetzt... runter. Quasi mit dem Boot hierher fahren. So, und dann ziehen wir hier das hier wieder auf. Sehr schön.
Jetzt sind wir auch im richtigen Gebäude. Hotel Wattner. Um. Nichts Interessantes hier, dann gehen wir da lang. Ist aber sehr schön, dass hier alles so markiert ist mit Rot. Also man konnte die Farbe im Menü einstellen. Man einfach sieht, wo was Wichtiges ist, wo man langklettern, hochklettern kann. Den Samen habe ich schon entdeckt. Das ist, der ist wieder bei diesem tollen Geräten. Ja. Wieder mit einem Haufen Elektronik verbunden. Tatsächlich könnte ich mir eins vorstellen. Menschen einfach damals auf die Idee kamen, den Samen zu klauen und den dann da so angeschlossen haben. Lass du mich durch? Oh, danke schön. Ich glaube, ich hätte da drauf stehen sollen. Das Ding wieder runter. Ja, jetzt kann ich es wieder runterholen. Ups. Mein Fehler gewesen, mein Fehler. Aufzug. Weg ist mein Samen. Weg ist er. Mal gucken, wie ich jetzt nachkomme quasi. Kann da wahrscheinlich nicht einfach hochklettern, ne? Nee. Wäre ja auch zu schön gewesen. Muss ich von unten irgendwie langkommen. Oh, okay, das ist eine sehr weite Strecke, sehr weit.
Oder? Ich weiß halt nicht, ne? Kann es ja eigentlich nicht sein. Ah. Seht ihr? Doch alles. Ist ja nicht, du. Ich glaube wirklich, dass die Experimente mit diesen Samen gemacht haben und dann wurde diese Pflanze, Masse irgendwie so mega sauer, dass sie einfach alle angegriffen hat. Das wäre für mich mit das Logischste. Das würde erklären, warum hier halt überall diese Gebilde sind, wo die Leute entlang klettern und sich bewegen konnten an den Pflanzen, die sich an den Gebäuden geschlungen haben. Und als sie dann so auf die Idee kam, so, ja, wir klauen jetzt die Samen und machen damit Experimente, ist die Pflanze halt enorm sauer geworden. Hat vielleicht dann das Leben vielleicht auch ausgelöscht? Keine Ahnung. Hätte jetzt eine Möglichkeit. So, da können wir lang. Ich frage mich eigentlich, wie die sich bei dem Regen da festhalten. Das muss doch alles mega rutschig sein. Wäre wahrscheinlich schon längst runtergefallen. Hier komme ich nicht weiter. Da will ich nicht runter. Aktuell. Oh nein. Ich hasse es, wenn ich irgendwo festhänge. Dass die auch nicht springen kann, ne? Warum hängt die hier jetzt eigentlich? Ach Gott. Ja, Bereich neu starten. Ich komme eh nicht weg. So, nochmal von vorne. Ah, hier war noch was. Immer irgendwo festhängen. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen problematisch, dass man einfach an der Treppenstufe hängen bleibt, wo man eigentlich nicht hängen bleiben sollte. Ah, jetzt muss ich den Samen wieder mitnehmen, okay. Mal noch einmal auf ein neues. Ablegen.
Aufzug fahren. Ach ja. Ab nach oben damit. Ich folge. Ich bin ja gespannt, ob es hier zu regnen aufhört, wenn wir den Samen vielleicht abgegeben haben. Oder ob das, also ob das auch irgendwie was damit zu tun hat. Oder ob das jetzt einfach nur ein normales Wetterphänomen ist. Ich weiß nicht so ganz genau. Wäre eine Möglichkeit, weil hier oben schaut es doch schon ein bisschen freundlicher aus als allgemein da unten. Ich denke, das müsste so eine richtig große Stadt hier gewesen sein. Ich sehe hier überall diese fallenden Häuser und Trümmer. Schon irgendwo schade. Ah, da hinten im Eck fahre ich ja vorhin schon. Ich gehe jetzt hier hoch. Nach oben. Ey, ist das weit. Ich hab mir Muckis in den Armen und Beinen. Das ist der Wahnsinn. Müsste jetzt eigentlich bald wieder bei unserem Samen sein. Denke ich. Ja, da ist er ja. Ja, traurig. Ab nach oben. Ich frage mich nur, warum die Pflanze diese Kugeln gemacht hat von den Menschen. Du willst dich das noch nicht so ganz erschließen. Passt aus, als würden die so ein bisschen beten. Damit haben wir den nächsten Ort gerettet, quasi. Okay. Wahrscheinlich wieder automatisch in unserer Basis, oder? Ja. Damit sind wir wieder in unserer Basis. Wir betrachten mal wieder sorgenvoll unseren Arm. Ich bin... Ich weiß ja nicht, ne, ob das so...
Der Bruder fürchtete die Gabe. Sie könnte die beiden alles kosten, was sie sich erkämpft hatten. Aber die Schwester war davon überzeugt, dass sie der Schlüssel zu einem neuen Zuhause war. Ah, okay. Also unser Bruder ist gar nicht so begeistert von unserem Pflanzenleuchtearm. Ich verstehe, ich verstehe. Was one, but Tech said home. Gemeinsam können wir es schaffen. Gemeinsam können wir alles retten und die Samen wiederherstellen. Okay, okay. Das sehen wir uns dann beim nächsten Mal auf alle Fälle an. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.